Klon eines kürzlich Verstorbenen. Viel Glück bei Ihren zukünftigen Unternehmungen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 oder Border Sterb 2, wie ich mich anstelle hier. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch 3 Quests, eine haben wir geschafft nach 3 Parts. Das wird immer besser. Begib dich zum Bau. Ja, das ist die Hauptquest, oder? Von hier. Ah, nee. Das ist die Hauptquest. Okay, es geht. Die ist in einem anderen Gebiet schon. Die haben wir alle noch hier. Joa. Ne? Geht hier auch gut voran. So, werden die Eier mir auf der Karte angezeigt? Nee, werden sie gar nicht. Oder was ist dieses? Doch, das bewegt sich irgendwie so ein Radarsymbol jetzt dort. Vielleicht werden sie angezeigt, wenn ich in der Nähe bin. So. Da vorne ist irgendwas, was blau leuchtet. Ich muss mir erstmal ein richtiges Fahrzeug holen, damit kann ich nichts töten. Ich brauche das Blitzfahrzeug. Ich will sagen, was. Dein Strahl ist ein bisschen lang. Boah, müssen jetzt hier überall Viecher wieder raussteigen. Ich brauche vielleicht eine Station, wo gerade nicht 500 Gegner sind. Spiel. Ah, ich weiß, hier rennen schon wieder die nächsten Psychos auf mich zu, aber hier kann ich wenigstens kurz hochhüpfen. So. Feuer ist auch schlecht, habe ich schon mal getestet. Fahrzeug respawn zum Fahrzeug teleportieren. So. Mal gucken, wie sich alle Viecher gegenseitig hier bekämpfen. Finde ich aber süß. Also lustig eher gesagt. Was ich eher nicht lustig finde, ist die Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, wie ich an jetzt zu der einen Quest hinkomme. Ja, wie geil diese Blitzkugeln einfach sind. Wie kacke aber die hier sind. Weil die meinem Fahrzeug so viel Schaden machen. Oh, ich glaube, das Blitzviech ist ein bisschen aggressiv gerade auf mich. Sollte mich also ein wenig beeilen. Schnell, 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 schnell. Nein! Nein! Geh weg, du scheiß Schocksporer, ich mag keinen Mensch. So. Dann würde ich sagen, gehen wir unsere Quest oben ab. Und dann schauen wir nach den nächsten. Dass wir die nächste irgendwie gelöst kriegen. Manche Quests sind mir natürlich auch zu nervig. Zum Beispiel, wenn ich die mit den 1000 Eier sammeln, eventuell. Oder eventuell bereite ich die offscreen so ein bisschen vor. Falls er was Witziges sagt, würde ich halt wiederholen. Schießt das Viech immer noch in meine Richtung. Oh Gott. Die haben aber auch schon ganz schöne Aggression, diese Schocksporen. Oh. Nee. Nee. Das Schild. Oh Gott sei Dank, ich bin drin. Ey, wie aggressiv ist das Viech? Ich habe nicht mal genug Raketen, um es zu töten. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Wie viel kosten denn Raketen? Na, es geht noch. Noch kann ich sie mir leisten. Aber ich kann mal alles Grüne hier langsam verkaufen. Obwohl, naja, doch. Passt schon. Schockresistenz, nö. So, das ist ein Glasmod für mich. Das auch nicht und das auch nicht. Ups, das war einer von mir. Boah, ey, ich hasse dieses Inventar wirklich, ich sag's euch. Es ist so schlecht gemacht. Also für den PC, es ist ja halt einfach ein Xbox oder PlayStation 3 angepasstes Inventar. So. Gut. Ja, ich brauche mein Leben so ein bisschen. Ich sterbe aber oft so, sorry. Kannst ja mit Hyperion einen Vertrag machen, dass du das ganze Geld kriegst, wenn ich die
wenn ich sterbe. Bist du schnell reich mit mir. Hm, ich die Quest ab. Der Director's Cut dieses Films wird 14 Stunden lang. Geil! Den kaufe ich mir. Wo ist das Viech gerade? Ist es in dem Haus jetzt drin oder? Ist es ernsthaft da drin? Nee, oder? Oh Gott. Komm, ich befreie dich von deinem Leid. Kann ich das durch die Decke aufheben? Nö. Schade. So, Gottes Willen. Wie das Viech auch immer da reingekommen ist. Nehmen wir auf jeden Fall die Quest. Wie kommen wir da hin? In der gesamten Küste kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir auch nicht hoch. Ist die Quest vielleicht für später? Was sagt's denn eigentlich vom Level her? Für 42, 42, 42. Und die Hauptquest ist auch für 42. Aber ich bin 43. Oh nein. Ey, ich habe hier so Probleme in dem Spiel, ich sag's euch. Also in dem DLC besonders. Im letzten wusste man wenigstens, wo lang man gehen muss, um wo anzukommen. Aber hier ist ja irgendwie überall Klippe. Wenn da keine Klappe ist, dann sind da irgendwelche Gegner, die mich mit zwei Schlägen tot machen. Und mein Lox Camp. Ja, guck mal, hier ist auch so eine Tierfalle. Okay. Mach mal kurz hier, wartet. Nein, so wollte ich das nicht. Stuhl. Ich will nur gerade meine Lehne feststellen. So, damit ich im Stuhl nicht so einsinke. Sonst, naja. Sehe ich nicht mehr über das Mikrofon hinweg und dann sehe ich gar nichts mehr irgendwann. Kann ich das irgendwie runterfahren vielleicht? Wie ist es denn überhaupt gedacht, dass man da hochkommt? Würde ich hier wenigstens irgendwie so sehen, ach, da kann man Schalter drücken und dann macht das Beep, Beep, Beep. Hochweg offen. Dann würde ich ja noch verstehen, aber ich sehe ja nicht mal sowas. Komisches DLC ist komisch. Und verwirrend für mich. Diese Spruche bleibt mir bloß vom Leib. Ich habe dir nichts getan. Nur deinen Brüdern und Schwestern. Die habe ich alle umgebracht. So, jetzt nehmen wir wieder Buntglas, Fahrzeug respawn zum Fahrzeug Teleportation. Und nochmal hier in der Klippe lang. Soll ich da mit Vollgas hochrasen, dass ich hier so ein, dass ich da hochspringe? Komm. Boah. Hat ja gut geklappt. Warum ist das Nitro ausgegangen? Ey, Borderlands, was ist los mit dir? Wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Gib mir doch einen Tipp, sag mir irgendwas. Spiel. Ich mag's ja eigentlich, wenn das Spiel einem nicht alles sagt, aber wenn's so ist, dass es einfach gar keine Logik ergibt, dass man überhaupt hochkommt, hätte ich gerne Tipps. Hier lang könnte ich gehen. Da rein. Und da drin wird's hochgehen. Ich hoffe es einfach mal. Nein, ich kümmere mich nicht um die Gegner da draußen. Nein, werde ich nicht. Weil die doof sind. Da sieht's aus wie ein Seil, was nach unten führt. Ein Fahrstuhl. Um Gottes Willen, warum muss der denn hier hinten drin sein in der letzten Ecke der Map?
Den findet ja auch jeder Spieler sofort. Ist hier noch irgendwas? Hm. Was ist das denn für eine Scheißposition für den Fahrstuhl, dass man hier durch so eine kleine Tür muss, die man nicht mal sieht? Ernsthaft? Bagger. Oder ein Bagger. Da ist noch ein Bagger. Bagger, Bagger. Keep clear. Okay. Ein bisschen mal die Map hier angucken. Da steht eine 13 verkehrt herum. Sonnenscheineffekt finde ich hier irgendwie voll cool. Aber ich glaube, das ist im ganzen Spiel drin. Ein Leben zählt nichts auf Pandora. Der Kammerjäger sammelt Eier wie Murmeln. Doch wer kann dieses Murmelspiel des Lebens gewinnen? Oder sind die Eier gar keine Murmeln, sondern eine Metapher für etwas ganz anderes? Wer weiß? Ich bin kurz stehen geblieben, nicht, dass jetzt eine zweite Redesequenz die erste unterbricht, weil ich ja knapp hier vor der anderen Quest bin. Deswegen schätze ich, wird sich Sir Hammerlock nämlich auch gleich nochmal melden. Ja, kurz nur alles nach unten. Die Waffen sehen cool aus. Feuerstoß während des Zooms. Ne, ich will keinen Feuerstoß während des Zooms, das hasse ich. Feuerbohrock. Ist hier ein Pinker? Nö. Gut, dann ignoriere ich das. Was, es gab ja diesen Menschenfleischfressenden. Warum hat manche eigentlich einen gelben und manche einen roten Namen? Sagt das irgendwas über ihre Resistenzen aus? Hm. Naja, ich habe eh gerade keine Elementwaffen dabei, also... Für mich ist es nicht sonderlich wichtig. Außer diese aufgezwungenen Elemente. Wie zum Beispiel auf einer Sniper, die wollte ich doch gar nicht drauf haben. Bei den Robotern ist die Sniper ganz gut, aber hier gibt es ja keine Roboter, hier gibt es ja nur Tiere. Ja, gut so, gut so, gut so, gut so. So kann ich nämlich schön nochmal alle töten. Und hab wieder, und lebe wieder. Wie sie schon wieder so ein Blitzmongo. Warum immer die Blitzmongos? Alter. Ich kann nicht so schnell Schaden machen. Oh Gott sei Dank. Um Gottes Willen, da wäre ich fast gestorben. Dein Gesicht ist falsch. Noch einer. Wie viele kommen denn noch? Oh, neues Skin, okay. Also ich meine wirklich, ich kann doch nicht mein ganzes Geld hier wegen den Medizinmännern verschwenden. Aber die haben keine kritischen Trefferpunkte. Und ich habe da riesige Probleme alleine sonst. Meine Zeit ist um. Dein Gesicht ist um. Doch, das kann sein. Tot. Fertig. So, und tack. Da sagt mir nicht, dass ich schlecht in dem Spiel bin, nur weil die Gegner so übertrieben stark sind. Zack, zack. Ja, es kann auch sein, dass man als andere Klasse viel besser durchkommt. Sniper sollte man vielleicht eventuell nicht unbedingt alleine spielen. Aber hey, ich kann's. Und wir kommen ja auch voran. In irgendeiner Weise. Manchmal. So. Ich würde mal sagen, wir gehen dort rein. Oh Gott. Kann ich mir nicht ein Boot holen oder so? Bitte? Warum muss das wieder so eine Spore drüber fliegen? Ich will gar nicht meine Raketen für die verschwenden, ganz ehrlich. Kann ich dich wegretten, wenn ich dir da unten reinballer? Ja, kann ich. Du spammst aber auch kleine Sporen, die explodieren, wenn sie was berühren. Das ist nicht schön. Versteckst du dich jetzt wieder auf dem Haus? Nö, du fliegst weg. Da flieht es. Da flieht sie, die Kampfspore. Komm. Ich Sporenmörder.
Die habe ich nicht gesehen. Ja, komm, fall um. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Monsterkampf im nächsten Part, weil er wahrscheinlich den ganzen Part lang dauern wird, wie ich mich kenne. Gut, ey. So. Danke, dass Sie diese Hyperion Neutral Station benutzt haben. Sterben Sie bald wieder. Ja, ihr kriegt ja 5 Milliarden förmlich von mir für immer jeden Tod. Die Pets hier habe ich auch noch für Feuerschaden. Was habe ich eigentlich noch für Waffen dabei? Entschuldigung, ich habe es ganz vergessen. Ich habe ewig ja nicht gespielt dazwischen drin. So, ich hatte meine Sniper, die Normalschaden gemacht hat. Aber nicht unbedingt toll ist. Eine Slag-Sniper. Ja, aber gegen die 10.000 Schaden kommt halt nichts an, ne? Okay. Okay, sowas hätte ich also auch noch. Dann tue ich mal statt der Betsy nehmen. Aber ich schätze mal, so Blitzzeug kann später mehr hilfreich sein, falls ich ja mit Schild komme. Beziehungsweise Blitz ist ja, scheint ja hier gerade irgendwie doch recht effektiv zu sein, obwohl die Viecher eigentlich nicht Blitzschwäche haben sollten. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Borderlands, der Kampf gegen irgendein Viech. Bis dann, euer viel zu oft sterbender Zombie, der einen Todescounter haben möchte. Danke. Schreibe ich glaube ich aber schon im ersten Part hin oder so, dass mir jemand macht. Das wäre fein. Dann können wir schauen, wie oft ich verreckt bin bis zum Ende. Bis dann.